nicht der Einzige oder findet ihr Puppen auch so gruselig? Ich meine, schaut euch mal diese Augen an. Buh. Denn heute werden wir auch eine ganz gruselige und besondere Roblox-Puppe kennenlernen, nämlich Megan. Das soll sie anscheinend sein, Megan die Puppe. Und was es alles mit dieser gruseligen und mysteriösen Puppe auf sich hat, das werden wir im heutigen Storygame zusammen kennenlernen. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal zusammen im Megan Storygame. Oh ja, und in dieser Geschichte geht es um sie hier. Megan, anscheinend eine Puppe und, warte mal, 14 von 12, Leute, 15 von 12? Alles klar, ich komme auch noch rein, Leute. Der Wagen ist schon komplett überfüllt gewesen, aber wir sind doch irgendwie, haben uns auch alle reingequetscht, Freunde. Einer auf dem Schoß, der andere lag noch unten, aber wir sind drin und... Wow, ein neues Haus. Ich sage, wir erkunden es und... Hä? Einer wurde schon erledigt. Okay, wir haben hier also ein schickes Haus hier. Lass mich einmal rein. Junge, wie viele sind wir? Also irgendwie sind wir schon sehr viele Spieler. Okay, ein schickes Haus, muss ich sagen. Wir haben hier so einen Fernseher. Aber, oh, wer ist das? Ist das hier schon Megan? Diese Puppe oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Hä? Von wo hat sie einen Apfel? Hey, ich will auch einen Apfel. Hallo? Gib sie mir den Apfel. Let's go. Wir haben hier einen Apfel. Oh, eine Tür geklingelt. Und wer ist da? Hallo? Und? Sie sind hier. Das wird ein toller Aufstand für euch alle. Okay, das ist anscheinend hier Gemma oder irgendwie sowas. Interessant. Wir haben überall Äpfel. Wer lagert seine Äpfel bitte in Schubladen? Hallo Gemma, Megan ist hier. Super, ich hoffe, das geht gut. Aber Megan ist hier und schaut euch ihn mal an. Okay, interessant. Und haben sie hier irgend so ein Paket oder sowas? Nee, alles klar. Sie ist einfach auf ihrer Schulter, wie so ein Papagei. Seien Sie versichert, dass wir anfangen können. Na dann gehen wir. Okay, Freunde, wo sind wir jetzt hier? Oh, da ist sie. Das ist sie, Freunde. Megan, die gruselige Puppe. Oder vielleicht auch eine ganz normale Puppe, wer weiß ja schon. Und hallo, wer bist du? Oh mein Gott. Ist sie kaputt, Leute? Ist die Puppe kaputt? Lass uns etwas zeichnen. Okay, Megan, machst mir gerade ein bisschen Angst, muss ich sagen. Da ist sie. Okay, was zeichnet sie? Aha. Oh, okay. Man erkennt gar nichts. Fertig. Hat sie gezeichnet? Megan, da ist nichts. Da ist doch gar nichts. Und, oh mein Gott. Gegner. Warte mal. Oh, warte mal. Gegner. Das ist doch hier Emma. Oder Gemma, oder wie sie hieß hier. Kätzchen? Warte mal, sie heißt ja nicht Kätzchen. Es ist wunderschön. Oh ja, sie hat einfach Gemma gezeichnet oder irgendwie sowas. Hey, Megan, wird später in unser Haus geschickt. Okay, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ist das hier Funky Company? Hey, irgendeine Art Fabrik oder so. Wo sind wir? Hier sind Überwachungskameras und sowas. Hier sind Bälle. Interessant. Naja, aber wir gehen wieder zu unserem Haus zurück. Das ist sie anscheinend. Megan, diese gruselige oder... Also noch gruselig ist sie nicht, aber ich meine, sie kann reden. Sie kann zeichnen und ja, sie redet einfach mit uns. Das ist schon verdammt gruselig. Hallo, hat wer ihre Brille fallen gelassen? Hier liegt eine Brille rum. Lass uns mal hier in die zweite Etage gehen. Oh, wir haben hier ein krasses Gaming-Setup. Und ey, jetzt habe ich die Brille auf. Jetzt haben wir die Brille auf. Na, Freunde, wie steht mir die Brille? Ja, sie muss hier sein. Oh, da ist sie. Ah, ich habe es gerade eben, da haben wir uns die Puppe nur angeschaut. Da waren wir quasi in der Spielzeugfirma. Und jetzt haben wir sie tatsächlich jetzt hier bestellt. Und da ist sie angekommen. Hallo an alle. Meine Programme wurden zurückgesetzt. Aber ich erinnere mich an euch. Okay, moin. Ich will Apfel haben, Megan. Okay, da ist sie anscheinend. Sie wurde jetzt geliefert vom Lieferwagen. Ich weiß alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Okay. Es ist verrückt. Megan, also irgendwie gefällt mir das Ganze hier gar nicht. Junge, wie viele Kinder sind wir? Alle warten hier auf Megan. Komm schon rein, Megan. Es ist toll, dass du hier bist. Oh, Junge, sie kann einfach sogar selber sich bewegen. Hallo, Megan. Ich bin Santex. Alles klar. Ich bin Santex Roblox. Kannst du tanzen, Megan? Und? Natürlich kann ich das. Schaut mal und... Sie macht einfach Fortnite-Dances. Oh yeah, do you like Fortnite? Do you like Fortnite? Sie kann solche Fortnite-Dances. Okay, nee, nicht schlecht. Vielleicht ist die Puppe ja doch ganz cool. Alter, Junge, könnt ihr mal von Megan weggehen? Oh, es ist angekommen. Wir haben sie Megan genannt. Oh ja, da ist sie. Megan, die gruselige Puppe. Ich bin kein S. Okay, natürlich. Ich habe mir gedacht, wollt ihr mit Megan im Park spielen? Das heißt eigentlich Megan mit einer 3 oder irgendwie sowas. Aber im Park spielen... Ich weiß nicht, Brandon hängt da dran. Was, Brandon? Ich check gar nichts mehr hier bei diesem Story-Game. Aber Freunde, let's go. Ab geht es nach draußen.
Wo ist sie? Wo ist sie? Und? Wo ist Megan? Ah, das! Sie ist ganz vorne. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Ich meine, sie ist immer noch eine Puppe. Und sie ist kein Mensch oder sowas. Und kann selber reden und selber bewegen. Wer ist er? Ich meine, er ist ja auch ein Roboter eigentlich. Schaut ihn euch mal an. Er so, yo, Megan, Alter, hast du heute Abend was vor? Oh Mann, ey. Und zwei Roboter haben wir jetzt hier. Und da sind wir jetzt hier im Park angekommen. Yeah, ab geht's. Können wir hier hochklettern? Oh, zack, let's go. Ab geht es. Und Achtung, ich rutsche. Yeah, wow. Die ist ja langweilig, die Rutsche. Und wir haben hier so einen kleinen Brunnen. Was ist hier drin? Ist das Geld oder sowas? Okay, naja, da sind wir auf jeden Fall drin. Geh weg, Brandon. Was ist hier los? Was ist hier los? Was habe ich verpasst, Freunde? Hey, komm, lass uns gehen. Ich bin mir sicher. Okay, dann, wow. Und wir sind wieder weg. Perfekt. Naja, da ist sie wieder, Megan, die Puppe. Können wir sie eigentlich umstoßen oder sowas? Hey, Megan, na, mach mal einen Tanz. Mach mal was, beweg dich mal. Okay. Wer ist bereit für das Abendessen? Ich habe Pizza. Oh yeah, yummy. Ja, zu Pizza sage ich nicht nein. Haben wir was in der Mikrowelle? Junge, wer hat die Mikrowelle auf 53 Minuten eingestellt? Welches Gericht braucht 53 Minuten? Okay, aber, die Pizza, da haben wir die Pizza. Lecker Pizza, obwohl, ich gönne mir meinen Apfel. Also, heute ernähre ich mich mal gesund, obwohl. Ach, vergiss es, Freunde, ich gönne mir die Pizza. Let's go, Pizza. Bedient euch alle hier. Hey, und Megan steht immer noch hier mysteriös rum oder sowas. Okay, Zeit fürs Bett. Wir haben eine Menge geplant. Megan wird auf ihr Ladegerät gehen. Oh, das bedeutet, ihre Batterie ist wahrscheinlich leer. Und wir müssen sie jetzt aufladen. Und wir gehen in der Zeit. Oh, biam, biam. Ne, Runde schlafen, habt ihr es gehört? Es war irgendwie zum Glas. Irgendwas ist kaputt gegangen. Oh mein Gott. Was ist los? Das ist Megan. Was macht sie da? Komm her, Brandon. Du kannst dich nicht... verstecken. Gute Nacht, Brandon. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Sie hat Brandon erledigt. Sie ist lebendig geworden. Oh mein Gott, Leute. Habt ihr das auch gesehen? Wo ist sie? Sie ist mitten in der Nacht lebendig geworden und hat Brandon erledigt. Oh mein Gott. Und ich glaube, Brandon hat uns ja auch irgendwie ein bisschen gewarnt oder irgendwie sowas, dass diese Puppe ja irgendwie ein bisschen verflucht sein könnte, aber... Frühstück im Erdgeschoss, Pfannkuchen. Let's go. Wir vergessen einfach, was passiert ist. Hauptsache, es gibt... Oh, lecker. Oh, Pfannkuchen. Mal was Neues, Freunde. Sonst gibt es immer Pizza, Burger, Sandwich. Aber Pfannkuchen? Miam, miam, miam. Haben wir auch selten gehabt. Wow, das war eine gute Nacht des Schlafes. Naja, oder war es vielleicht auch nur ein Traum von mir? Ich weiß nicht. Das ist seltsam. Ich frage mich, was es hat. Leute, schaut mal nach draußen. Was ist draußen? Oh mein Gott, da ist die Spur. Die Ketchup-Spur, Freunde. Oh mein Gott. Okay, und jetzt müssen wir entscheiden. Gehen wir raus oder verstecken wir uns? Wir gehen raus. Wir müssen rausgehen. Wir müssen schauen, was da draußen passiert ist. Wir können doch nicht einfach hier uns verstecken. Vor allem, wo ist Megan? Ist sie jetzt wirklich abgehauen? Ich meine, wir wollten sie doch eigentlich über die Nacht aufladen oder irgendwie sowas. Aber, naja, ich glaube... Oh, hä? Sie sind schon draußen? Warte mal, hä? Wie sind sie rausgegangen? Hallo? Lass mich raus. Okay, die Tür hat sich geöffnet. Und was sind das hier für Spuren? Ich glaube, Freunde, das Ganze mit Megan war doch kein Albtraum oder irgendwie sowas. Sondern genau das war hier. Hier war doch Brandon. Ich glaube, hier wohnte er. Und Megan ist lebendig geworden. Da ist sie. Da ist sie. Oh mein Gott. Seht ihr sie? Und was passiert jetzt? Was geht ab? Okay, wir sehen den Roboter hier. Und, oh nein. Nicht, dass sie uns auch was antut. Ich halte Abstand. Ich gehe weg. Ich gehe weg hier. Okay, ich halte hier einen Sicherheitsabstand. Ich habe ihn erledigt, weil er Kelly genannt hat. Niemand schickt... Ich glaube, hier ist ein technischer Defekt oder irgendwie sowas. Ihr habt zwei Optionen. Entweder Team mit mir oder rennt weg. Freunde, Team oder wegrennen. Ich renn weg, ich renn weg. Oh mein Gott, sieben sagen mit Teamen. Nur zwei wollen wegrennen. Leute, wollt ihr ernsthaft mit Megan, mit dieser Puppe, wirklich in einem Team sein? Ich meine, sie hat Brandon erledigt. Gute Wahl. Megan, Funky... Megan, Funky Company ist hier. Oh, das ist die Spielzeugfabrik, Freunde, die Megan hergestellt hat, wo wir sie gekauft haben. Du hast einen Fehler von Anfang an. Und, oh mein Gott, was passiert? Was geht ab? Was geht ab? Nun werden wir kämpfen. Oh mein Gott, Megan ist riesig geworden. Oh mein Gott, die Puppe spinnt. Die verfluchte Puppe, was passiert hier? Oh mein Gott, Megan wird riesig. Kann man nicht irgendwie helfen? Okay, wir können ihm helfen. Wir können ihm helfen und probieren, Megan zu besiegen. Oh mein Gott, sie erledigen alle. Sie erledigen alle. Nein, und wow. Ich glaube, wir hätten das nicht tun sollen. Okay, diesmal mischen wir uns lieber nicht ein. Ansonsten geht das in die Hose. Aber wir wollen Megan gewinnen. Oh mein Gott. Megan, die Puppe und ihre Erschaffer. Die Fabrik, die diese Puppe erschaffen hat. Oh mein Gott, ich drücke die Daumen. Aber was ist jetzt hier erledigt? Ey, ich bin nicht die Puppe. Was? Ey, ich bin spannend.
Kämpfen wir. Oh mein Gott. David gegen. Oh mein Gott, Megan. Ich glaube, es lebt nur noch einer. Es lebt nur noch ein einziger. Megan, die Puppe ist zu stark. Und zerstört einfach jeden. Das ist die Fabrik hier. Die Spielzeugfabrik, die sie erschaffen hat. Und auch sie wird sie zerstören. Und okay, wir haben das Team am Ende freigeschaltet. Wir haben ein Badge bekommen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Spielzeugfabrik zerstört. Oh ja, Megan. Hier ein Team und das bedeutet, das war das Ende. Das ging aber jetzt relativ schnell, aber Freunde, oh, wir können sogar Megan werden. Da würde ich sagen, kauf mir das Ganze uns hier für 10 Wins oder für Robux. Natürlich für Robux. Jo, chilliger Sitzplatz auf jeden Fall. Wir gucken einfach gegen die Wand. Hey Freunde, ich bin's, Megan. Freunde, wir sind als Megan unterwegs. Die gruselige Puppe. Und so sehen wir also aus. Wir sehen jetzt wirklich 1:1 aus wie Megan. Warte mal. Wer bist du? Ich bin Megan. Nee. Ich habe Robux ausgegeben. Ich bin Megan. Und ich werde euch alle erledigen. Warte mal, was? Ich dachte, wir sind jetzt Megan. Und Leute, ich bin ja die echte Megan. Ah, immerhin glaubst du, dass ich die... Hey. Okay, ich glaube, keiner interessiert sich für mich hier als Megan. Wir haben jetzt einfach Robux ausgegeben, dass wir nur so aussehen. Oh, wir Megan, aber wir haben ja auch noch was. Okay, Freunde, interessant. Und hier ist Brandon. Ha, wenn er wüsste, was ich noch mit ihm machen werde. Geh weg, Brandon. Oh ja, Brandon ist ja nicht so überzeugt von Megan. Also von mir, nicht von dir. Du bist ein Fake. Brandon probiert wirklich Gemma zu warnen, aber sie glaubt ihm anscheinend nicht, dass die Puppe gruselt. Und böse ist. Was ist das ja eigentlich für ein Secret-Bereich hier? Hallo? Können wir das öffnen? Komm her, Brandon. Kann sich nicht verstecken. Oh ja, da haben wir Brandon als Puppe erledigt. Und da sind wir als Megan. Niemand schikaniert mich. Ich habe ihn erledigt. Junge, sie klaut uns die ganze Show. Okay, was, wenn wir jetzt aber auswählen würden? Wir rennen. Das bedeutet, wir teamen nicht mit ihr, sondern werden wegrennen. Komm schon, Freunde. Votet für wegrennen. Dann schalten wir uns das andere Ende auch noch frei. Oh, let's go. Und okay, wir haben uns entschieden. Ach, ihr rennt besser. Oh mein Gott, rechts oder links, Freunde? Wohin sollen wir rennen? Oh mein Gott. Rennen. Oh, nach hinten. Schnell. Junge, wie schnell ist sie? Rette sich weg, Karl. Junge, wir laufen jetzt als Megan vor Megan weg. Und ab geht es. Und, oh, wo sind wir jetzt angekommen? Jeder, wir müssen kämpfen. Megan hat, will uns zerstören. Hey, sie erledigt mich jetzt. Leute, chillt, ich bin nicht Megan. Sie denken, ich bin jetzt als Megan hier am Start. Weil ich jetzt hier, ich meine, ich sehe auch genauso aus wie sie. Kannst du die anderen erledigen? Ich bin jetzt Megan, die Gruselpuppe. Oh, da ist sie, das. Was? Oh, die hört sich hier lachen. Und sie wurde besiegt. Ich bin zurück. Oh mein Gott. Und wir haben es geschafft. Was? Das war's? Wir haben sie besiegt. Das bedeutet, Freunde, das waren jetzt wirklich beide Enden in der Megan-Story. Beim ersten Mal haben wir uns tatsächlich mit dieser gruseligen Puppe in einem Team zusammen verbündet und haben damit die böse Spielzeugfirma besiegt. Und beim zweiten Mal haben wir tatsächlich als Megan-Puppe selber Megan erledigt. Und damit würde ich auch sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin, tschüss.